Allen in echter Brüderlichkeit zu begegnen,
nach Freud und Leid Anteil zu nehmen und ein glaubhaftes Zeugnis christlichen Lebens zu geben? Ich bin bereit. Bist du bereit, die Sendung aller Getauften zum Apostolat anzuerkennen, sie zur Mitarbeit anzuleiten und so gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat und allen apostolischen Gruppen in deiner Pfarre das Reich Gottes aufzubauen? Ich bin bereit. Bist du bereit, die dir anvertrauten materiellen Güter gewissenhaft zu verwalten? Ich bin bereit. Bist du bereit, auch im Dekanat mit deinen Mitbrüdern und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, zusammenzuarbeiten und die Sorge für alle Gemeinden der Weltkirche zu teilen? Ich bin bereit. Versprichst du deinem Bischof und seinen rechtmäßigen Nachfolgern Ehrerbietung und Gehorsam? Ich verspreche es. Mit Festigkeit nehme ich weiters an und halte an allem und jedem Einzelnen fest, was bezüglich der Glaubens- und Sittenlehre von der Kirche definitiv vorgelegt wird. So führe ich dich zu deinem Sitz, von dem aus du deiner Gemeinde bei der Feier der Liturgie vorstehen wirst, und übergebe dir den Schlüssel dieser Kirche als Zeichen, dass dir die Leitung der Pfarre Bierbach mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten übertragen ist. Ein wunderbar gemachter Schlüssel 1 für diesen Augenblick. Fährt die Herzen, nicht die Tür. Wer es noch nicht weiß, Installation hat nichts zu tun mit Elektroleitungen, Wasserleitungen, sondern kommt vom Lateinischen Installum Tutere. Auf Deutsch übersetzt in den Stall hineinführen. Stallum hinein. Auf modern gesagt, die Verantwortung für eine Pfarrgemeinde anvertraut bekommen. Ich will den göttlichen Retter der Welt nachfolgen auf dem Erlösungsweg der gewaltlosen Liebe. Dass das gelingt, haben wir schon viel Himmel hier bei uns in Bierbach.
Und ich will euch das Bild mitgeben, das sich leichter einprägt. Wir sind jetzt der sichtbare Jesus. Wir sind der Leib. Und denkt euch bei eurer Lebenssituation auf euren Kopf, den Kopf von Jesus. Da waren sie nicht allein gerade. Er reißt uns damit. Und umgekehrt kann man sich auch denken, Jesus leidet in seinen Gliedern und wir sind der Kopf. Der wird heutzutage das lernt, so zu tragen, dass sich was verändert. Die Menschen in Liebe verwandelt werden. Amen. Pflanzen werden und die dich an diesem Tag erinnern sollen.